Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der in Herrlichkeit kommen wird, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, seid herzlich willkommen geheißen am letzten Sonntag des Jahreskreises, dem Hochfest Christkönigssonntag. Beginnen wir bei den erfreulichen Dingen. Dieser herrliche Sonnenaufgang, er berührt uns tief im Herzen und führt uns ganz ins heutige Festgeheimnis ein. Christus wird einmal kommen in der Herrlichkeit des Lichtes Gottes und wird alles erleuchten. Zweite Positive ist, dass 10 Gläubige stellvertretend für die ganze Pfarrgemeinde diesen Abschluss des Kirchenjahres jetzt hier in der Kirche feiern können. Und, wie ich momentan gesehen habe, 42 Haushalte über Livestream mitfeiern, auch später noch die Gelegenheit haben, mit anzusehen und mitzubeten. Und so sind wir jetzt hier aufgerüttelt. Was war in diesem Kirchenjahr los? Wir haben ganz normal begonnen. Advent beginnt die Firmenvorbereitung, auch die Erstkommunionkinder sind vorgestellt worden, das Weihnachtsfest, auch der Übergang ins neue Jahr, wobei da hatten wir schon erste Informationen von dieser Bedrohung und schon im Februar war klar, dass es bei uns auch da ist. Diese entbehrungsreiche Zeit in der Fastenzeit, auch in der österlichen Festzeit. Im Juni ist es Juli fast normal geworden, gewohnt.
und dann schon wieder die Einschränkungen, sodass wir jetzt wieder bei dieser kleinen stellvertretenden Gruppe gelandet sind. Aber keine Krise, die nicht eine Chance in sich bietet, wenn wir Menschen, wenn die Gesellschaft sich jetzt, wo sie die Bedrohtheit unserer irdischen, körperlichen Verfasstheit bewusster erlebt, sich unserem ewigen, geistigen Sein in Gott zuwenden lernt, dann ist die Zukunft wieder offen. Und dann brauchen wir uns auch nicht fürchten, weder in der Krankheit noch in unserem Wirtschaftssystem, wenn die Ordnung Gottes Einzug hält in der Freiheit des Menschen, dann wird alles gut. So nehmen wir das als Gebetsanliegen mit hinein in diesen Festgottesdienst, aber auch in diese kommenden Zeiten. Wir waren in der Woche des Gelobtwerdens und des Sichfreuens, weil wir mithelfen dürfen am Aufbau des Reiches Gottes mit unseren Gaben. Überlegen wir kurz, habe ich das diese Woche gelebt? Habe ich mit meinen Gaben und Begabungen mehr Gutes in die Welt gebracht? Dann dürfen wir jetzt Lob und Freude dafür empfangen. Haben wir es versäumt? Wollen wir Gott um Verzeihung bitten und uns weiter mühen? Herr Jesus Christus, du bist Sieger über Sünde und Schuld. Herr, erbarme dich. Du bist Sieger über Krankheit und Not. Christus, erbarme dich. Du bist Sieger über Leid und Tod. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er lasse uns Schuld und Sünde nach und er führe uns zum ewigen Leben. So lasst uns im Geiste Gott das Lob bringen. Lasset uns beten. Herr Jesus, allmächtiger Gott, du hast deinen geliebten Sohn alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden und ihn zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht. Befreie alle Geschöpfe von der Macht des Bösen, damit sie allein dir dienen und dich in Ewigkeit rühmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Die Könige des Volkes Israel haben versagt. Sie hatten nicht das Wohl der ihnen Anvertrauten im Blick, sondern nur ihr eigenes. Danach kam Zerstörung und Zerfall. Wir hören, dass Gott selbst sich nun um sein Volk annehmen wird. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht Gott, der Herr. Siehe, ich selbst bin es. Ich will nach meinen Schafen fragen und mich um sie kümmern. Wie ein Hirt sich um seine Herde kümmert, an dem Tag, an dem er inmitten seiner Schafe ist, die sich verirrt haben, so werde ich mich um meine Schafe kümmern, und ich werde sie retten aus all den Orten, wohin sie sich am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels zerstreut haben.
Ich selber werde meine Schafe weiden und ich selber werde sie ruhen lassen. Spruch Gottes des Herrn. Die verloren gegangenen Tiere will ich suchen, die Vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden, die Schwachen kräftigen, die Fetten und Starken behüten. Ich will ihr Hirt sein und für sie sorgen, wie es recht ist. Ihr aber, meine Herde, so spricht Gott der Herr, siehe, ich sorge für Recht zwischen Schaf und Schaf. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wir hören die gesungenen Christusanrufung. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. König des Weltalls, wir huldigen dir. König der Völker, wir huldigen dir. König des Friedens, wir huldigen dir. König der Zeiten, wir huldigen dir. König der Herrlichkeit, wir huldigen dir. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Abglanz des Vaters, wir huldigen dir. Urbild der Schöpfung, wir huldigen dir. Sohn der Jungfrau, wir huldigen dir. Zeuge der Wahrheit, wir huldigen dir. Herr und Meister, wir huldigen dir. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Freund der Armen, wir huldigen dir. Heiland der Kranken, wir huldigen dir. Retter der Sünde, wir huldigen dir. Bruder der armen Menschen, wir huldigen dir. Hoffnung der Erde, wir huldigen dir. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, Christus ist von den Toten auferweckt worden, als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge. Erster ist Christus. Dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende. Wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft entmachtet hat
und seine Herrschaft Gott, dem Vater, übergibt. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihn die Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er zu denen auf der Linken sagen: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war krank und im Gefängnis und ihr seid nicht zu mir gekommen.
dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden weggehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Gläubige hier, darf ein bisschen vorstellen, Vertretung des Pfarrgemeinderates ist da, Vertretung der Jugend ist da, eigentlich ist Christkönigssonntag unser klassischer Jugendsonntag, Vertretung der Männerbewegung, der Senioren, des Mittelalters, alle, die ihr jetzt zu Hause mitfeiert, alle, die wir mit einschließen in diese Feier. Wir haben uns schon gefreut und uns loben lassen, dass wir mithelfen am Aufbau des Reiches Gottes. Heute hören wir nun vom König dieses Reiches, von seinem Kommen. Es ist der menschgewordene, gekreuzigte, auferstandene Sohn Gottes, die zweite göttliche Person, die da in Herrlichkeit kommt, heißt es. In jedem Glaubensbekenntnis erinnern wir uns selbst daran, wenn wir beten, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters und er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, alle Menschen, die jemals hier auf Erden existieren. Er kommt in Herrlichkeit. Was heißt das? Alle Engel des Himmels mit ihm. Was ist seine Herrlichkeit? Ich habe gesagt, die Sonne heute berührt uns tief mit dem Festgeheimnis. Seine Herrlichkeit ist das ewige Licht. Das ist übrigens unser Jahresthema gewesen, dass wir in Jesu Licht immer mehr Licht werden. Und sein Licht ist seine Art, wie er ist, seine du bezogene Liebe, das ist seine Herrlichkeit. Du bezogene, selbstlose Liebe, Dasein für die um einen, die anderen im Blick haben und für sie ihnen zur Seite stehen, dass das Leben gelingt. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist übrigens die Hirtenliebe, die größte Liebe, die es auf Erden gibt. Größer als die Partnerschaftsliebe, ja, selbst größer als die Eltern-Kind-Liebe, Dasein für die, die einem anvertraut sind, sich selbst ganz zurücknehmen und dabei Glück erfahren, Glück des Himmels. Das ist die Herrlichkeit Jesu. So hat er gelebt, ganz selbstlos da für alle. Und dieses Licht, vor das wir dann treten werden nach unserem Sterben, denn das ist für uns das Kommen des Königs und vor das die ganze Menschheit treten wird, am Ende der Menschheitsgeschichte, denn auch die kommt. Dieses Licht erleuchtet dann unser aller menschliches Leben. Was an unserem Leben lichtvoll war und was eben nicht. Und Jesus zählt heute eben genau diese du bezogenen Werke der Barmherzigkeit auf. Werke. Es zählt einmal nicht, was wir gesprochen haben, nicht, was wir gefühlt haben, sondern was wir wirklich getan, gelebt haben.
Er beginnt mit den leiblichen Werken der Barmherzigkeit. Und sie sind aktuell wie vor 2000 Jahren, wenn wir schauen. Es gibt noch so viele Menschen, die hungern. Der Welthunger ist uns heuer auch so bewusst geworden wie nie. Ein Zigfaches an Toten in diesem Jahr, die einfach gesund an Hunger gestorben sind. Kinder, Ende nie, Erwachsene. Ich war hungrig, sagt uns der König heute. Es gibt noch so viel, die kein Wasser haben, kein ordentliches. Wie viel ist jeder gegrabene Brunnen wert mit unserer Technik, die wir haben? Es gibt noch so viele und wieder mehr, die fremd sind, ohne Heimat, ohne Beheimatung. Es gab noch nie so einen Flüchtlingsstrom wie in unseren Tagen jetzt. Es gibt viele, denen die nötige Kleidung fehlt. Und wie leicht wir sie verteilen können. Ja, es gibt noch viele Gesundheitssysteme, die sehr kranken. Wir erleben das jetzt ganz schmerzlich, wo man sieht, wo man nicht gefasst ist. Es gibt viele, die schuldig geworden sind, im Gefängnis sind, auch unschuldig im Gefängnis sind. Wer besucht sie, wer ermuntert sie, dass sie ihr Leben ändern oder wer befreit sie aus der Ungerechtigkeit? Ihr merkt es ganz konkret, schon die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Dazu kommen in unseren Breitengraden, hier in unseren Wohlstandsländern des Westens, noch die übertragene geistliche Bedeutung dieser Werke. Wie viel hungern bei uns nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Geliebtsein. Wer gibt ihnen das? Hungern und dürsten danach. Wie viele sind bei uns heimatlos, allein, einsam, keine Heimat? Wer gibt ihnen ein Stück weit Heimat von uns? Wie viele sind bei uns bloßgestellt, nackt, in ihren Schwächen, in ihrem Scheitern? Wer von uns bedeckt sie, schützt sie, gibt ihnen die Würde zurück? Wie viele sind bei uns krank, Kranken an allem Möglichen, auch Geistigem, und erfahren jemand, der bei ihnen ist und sie ermutigt und Hoffnung gibt? Wie viele sind bei uns schuldig geworden? Und wo sind die, die mit ihnen gehen und sie korrigieren, hinweisen, helfen, sich auszurichten nach der Ordnung der Liebe, der Ordnung Gottes? Also auch das sehr konkret. Und jetzt können wir uns bei beiden fragen, den leiblichen und den geistigen Werken, was davon leben wir schon? Leben wir das? Haben Sie den ganzen Katalog? Ich habe den Ministranten gefragt in der Messe in Bierbach, hast du das gemerkt, die sechs verschiedenen Beispiele? Immerhin ist viermal wiederholt worden. Was davon leben wir schon? Es ist das Schöne an unserer Wohlstandssituation hier, dass wir so viel geben können, nicht? Am Ende eines Jahres Bilanz ziehen, so viel habe ich zur Verfügung, so viel brauche ich selbst, auch ein bisschen Vorsorge, auch für die Kinder. Und so viel kann ich jetzt schon geben an die Bedürftigen, Jahr für Jahr. Und im Wissen, das ist ein herrliches Leben, wenn ich so lebe, so du bezogen, so auf den anderen schauend. Und im Wissen, wenn dann der Herr der Herrlichkeit kommt bei meinem Sterben, dann passe ich wohl dazu und höre dieses schöne Wort. Komm, du Gesegneter, du Gesegnete, nimm Teil an dem Reich, das dir für ewig bestimmt ist. So klar spricht Jesus in seinem Wort am letzten Sonntag des Kirchenjahres. Es kommt auch nichts mehr. Das ist das Letzte für uns in der Entscheidungsmöglichkeit. Nach dem Hintreten vor den ewigen König gibt es nur mehr dieses bei ihm in Glück sein. Und übrigens, wenn hier vom Gericht die Rede ist und denen, die dann sehen müssen,
habe ich nicht getan. Dann ist mit dem heutigen Evangelium das letzte Wort noch nicht gesprochen. Hier sind wir bei der Gerechtigkeit. Jesus hat auch die Barmherzigkeit, die über die Gerechtigkeit triumphiert, offenbart. Er entschuldet dann. Aber es bleibt dieses Läutern, dieser Schmerz über das Versäumte, dieses nicht gleich hineingehen können in dieses Glück. Und das können wir vermeiden. Er hat uns als guter Lehrer im Vorhinein gesagt schon, dass am Ende des Lebens eine Prüfung kommt und wie wir sie gut bestehen können. Gleich, ohne Nachschulung. Und so wollen wir unser Leben leben. Ich mache hier einen Punkt, damit es gut aufgenommen werden kann. Die Woche des Lebens in der Herrlichkeit der du-bezogenen Liebe. Wir wollen achten, dass wir die Werke der Barmherzigkeit wirklich leben und uns freuen auf das Ankommen in der ewigen Herrlichkeit. Amen. Bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus Christus ist der König der Schöpfung. Zu ihm, dem Verkünder der Wahrheit, dem Herrn in alle Ewigkeit wollen wir rufen. Christus sei unser Licht. Christus sei unser Licht. Christus, dem leidenden König, empfehlen wir alle Ratlosen, Einsamen und Kranken dieser Welt und rufen: Christus sei unser Licht. Christus, dem dienenden König, empfehlen wir die Menschen, die sich um das Wohl der Ärmsten der Armen kümmern und rufen: Christus sei unser Licht. Christus, dem kommenden König der Herrlichkeit, empfehlen wir die Menschen auf der Erde herrschen und rufen: Christus sei unser Licht. Christus, dem König des göttlichen Wortes, vertrauen wir alle Getauften an, die in der Welt das Wort der Wahrheit verkünden und rufen: Christus sei unser Licht. Christus, dem König des ewigen Lebens, vertrauen wir unsere verstorbenen Brüder und Schwestern und alle Toten dieser Welt an und rufen: Christus sei unser Licht. Wir wollen auch einschließen, wer in dieser Woche Sterbetag hat: Angela Katzenschläger, Josef Mittmannsgruber. Wir wollen auch die heutige Messintention mit einschließen: Häusl-Familie für verstorbenen Vater und Tante Fanny zum Sterbeandenken. Christus sei unser Licht. Gott, du hast uns durch die Taufe Anteil an der Königswürde deines Sohnes verliehen. Für ihn, Christus, danken wir dir und lobpreisen dich heute, alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir bringen das Opfer deines Sohnes dar, das die ganze Menschheit mit dir versöhnt. Er, der für uns gestorben ist, schenke allen Völkern Einheit und Frieden. Er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken. Du hast deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit dem Öl der Freude gesalbt, zum ewigen Priester und zum König der ganzen Schöpfung. Als friedenstiftendes Opfer und makelloses Lamm hat er sich dargebracht auf dem Altar des Kreuzes, um das Werk der Erlösung zu vollziehen. Wenn einst die ganze Schöpfung seiner Herrschaft unterworfen ist, wird er dir, seinem Vater, das ewige, alles umfassende Reich übergeben, das Reich der Wahrheit und des Lebens, das Reich der Heiligkeit und der Gnade, das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du in deine Herrlichkeit erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir, Vater, verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände, erhob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Jesus, du hast uns erlöst und aus Liebe die ganze Welt. O Jesus, wir danken dir. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit guten Werken. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns ihm ähnlich werden und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und alle Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Wir wollen auch der drei Jubelpaare gedenken, die gestern ihr diamantenes Hochzeitsjubiläum gefeiert haben. Segne sie, ihre Familien, lass sie zum Segen werden füreinander, zum Segen für die Welt. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten besonders für unsere verstorbenen Familienangehörigen und Freunde. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, mit allen Heiligen unserer Diözese und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns voll Liebe um das Kommen seines Reiches bitten, in uns und um uns, schon jetzt und für immer. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, dass wir in deinem Sohn schauen. Und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht am Ende unseres irdischen Lebensweges das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der auferstandene Christus trat in die Mitte seiner Jünger mit verklärten Wunden und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist, im heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, Ich-Bezogenheiten, die uns trennen, sondern auf unser Glauben, Hoffen und Lieben, das uns verbindet, und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, unseren Familien, unserer Welt, der Friede Jesu Christi sei alle Zeit mit euch. Blicken wir einander an als Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht den König, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit in der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kommt her, ihr Gesegneten, nehmt das Reich der Herrlichkeit in Besitz. Jede heilige Kommunion ist ein Einüben in dieses Hintreten vor Christus. Der Leib Christi erschenke uns das ewige Leben. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns berufen, Christus, dem König der ganzen Schöpfung, zu dienen. Stärke uns durch diese heilige Speise, die uns Unsterblichkeit verheißt, damit wir Anteil erhalten an seiner Herrschaft und am ewigen Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Die Verlautbarungen. Die heiligen Messen sind nächste Woche in gewohnter Weise. Am Dienstag ist heiliger Andreas Dunglas und Gefährtin. Die Elisabeth-Sammlung ergab 1229 Euro, vergelt's Gott im Namen der Caritas. Das Rote Kreuz bittet am Montag von 15.30 Uhr bis 20.30 Uhr zur Blutspendeaktion in dem Pfarrsaal. Blutspenden sind weiterhin möglich und werden dringend benötigt. Die Adventkränze können am Samstag in der Kirche gebracht werden. Sie werden bei der Vorabendmesse gesegnet und können am Sonntag im Laufe des Tages wieder abgeholt werden. Geltende Richtlinien der Bischofskonferenz: Bis einschließlich 6. Dezember gibt es keine öffentlichen Gottesdienste. Möglich ist nur die stellvertretende Mitfeier im kleinsten Kreis, maximal 10 Personen. Bitte besonders die Familienangehörigen der jeweiligen Messintentionen um Voranmeldung im Pfarrbüro 7268. Die täglichen Messfeiern, besonders die Sonntagsmesse, können über Livestream mitgefeiert oder auch im Nachhinein angesehen werden. Den Zugangslink finden Sie auf unserer Homepage. Bitte besonders am Sonntag die Hauskirche und das Familiengebet pflegen. Ausgearbeitete Gottesdiensthilfen für den Christkönigssonntag und die Adventzeit können über den Link auf unserer Homepage ausgedruckt werden. Ich danke jetzt für Ihr stellvertretendes Kommen und Mitfeiern dieser Schlussmesse des heurigen Kirchenjahres. Danke allen, die mitgefeiert haben, auch schon über die Medien. Ich möchte das nochmal unterstreichen, diese Unterlagen, die man da ausdrucken kann, bitte, auch wer jetzt mitgefeiert hat, das ist ein A4-Zettel, aufpassen, nur einseitig ausdrucken, damit es nicht am Kopf steht, und dann mit den Kindern, mit der Familie, die Botschaft des heutigen Tages in sehr ansprechender Weise noch etwas vertiefen, nicht nur passiv empfangen, sondern auch einmal aktiv selber zu Hause in der Familie, kann ich sehr empfehlen. Ein Geschenk für zu Hause habe ich noch, und zwar alles, was wir jetzt gehört haben, hat Papst Franziskus letzten Sonntag in wuchtigen Worten gesprochen zum Tag der Armen, zum Welttag der Armen. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, diese Sätze zu wiederholen, aber wenn Sie mir reinschaut, am Donnerstag bei der Übertragung der heiligen Elisabeth sind diese Sätze präsentiert worden, auch aufgeschrieben unter dem Video, wenn man da hineinschaut bei Details. Also werden diese Sätze gehört werden, dann wandelt sich unser System zum Guten. Das ist sicher. Bitte forscht mir danach als schöne Bestätigung des heute Gehörten. Die Woche des Lebens in der Herrlichkeit, der du-bezogenen Liebe, dass wir den anderen sehen in den Bedürftigkeiten und dann das Glück des Himmels dabei erfahren. Erbitten wir dafür den Segen. Kommt gut wieder, hoffentlich schon in 2 Wochen. Danke der Jugend fürs Vertreten. Sobald es geht, eine Jugendmesse. So schön, der Reinhard singt und die Ilse. Aber wir möchten euch wieder alle hören und einen festlichen, kirchengefüllten Gottesdienst miteinander erleben.
im nächsten Jahr. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch, er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch, euren Familien, allen, die euch nahestehen und denen ihr auf eurem Lebensweg begegnet, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Trotz allem einen schönen Christkönigssonntag. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.